liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge Transportfieber 2 auf meinem Kanal. Ich bin der Mike, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und zwar die Folge 101. Ja, hier in London. Und da kommt gerade der erste Bus daher. Für den Bahnhof. Ja, wir werden jetzt hier heute die Zuglinie bauen. Das wird natürlich hier gleich mal auf eine Brücke gehen. Das wird jetzt ein etwas längeren Bau werden in der Folge hier. Ich werde aber diese doch noch 15 Minuten unterbrechen. Aber wahrscheinlich wird es jetzt eine 2-Folgen-Etappe oder sogar 3. Je nachdem, wie wir halt vorankommen. Ja, ich werde hier jetzt ein bisschen so bauen müssen, dass wir hier halt auch hinterher nicht gerade die große Geschwindigkeit haben. Dass wir hier wenigstens noch dort hinten kommen, wo wir hinwollen. Auch wenn es 300 km/h Gleise sind. Ich will nämlich hier rüber. Wir sind dann nämlich schon wieder zu nah. Man könnte auch von hier her bauen. Oh, das ist eine 180 km/h Brücke. Gut, so geht's. Jetzt haben wir hier halt einen riesen Bremser drin. Ich muss hier doch ein bisschen die Kurve bereits beginnen. Nee, so geht's nicht. Ja, ich muss hier noch weiter zurück. Dann gehen wir hier schon auf eine Brücke. Hier ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommen. Hinten muss eh kein Schiff rüber. Ich möchte hier noch ein bisschen näher an die Fabrik ran. So, reiße ich das nochmal weg. Dass wir da mit dem Spiegel vorne hinkommen. So in etwa. Dann irgendwie hier auf eine Brücke gehen. Etwa so. Also dann auch hier rüberkommen. Hier machen wir auch kein Schiff rüber. Deshalb kann das hier so flach sein. Wir gehen hier
Fall nur bis hierhin, damit wir sie ja wieder in die andere Richtung ziehen können. Oh, Bombardier B-Level ist da. China Rail Toronto, okay. Sehr schön. Und dann gehen wir hier in die Richtung. Müssen wir dann hier hinten gleich schon mal den Bahnhof hin klatschen. So, jetzt kommen wir hier noch vorbei. Ja, passt noch. Und hier hinten den Bahnhof. Würde ich gerne auch wieder den wollen. Hier wird es jetzt ein bisschen knifflig. Ja, gibt einen verdammten Ecken hier. Wir können den natürlich auch hier hinten neu ansetzen. So, hier hin. Jetzt könnten wir hier natürlich so rein. Mal gucken, was das wird. Geht schon gar nicht. Also hier einmal Straße weg. Hier Straße weg. Und man könnte natürlich hier die Kurve ein bisschen früher beginnen. So macht, dann können wir hier ein bisschen schneller rein. Wir haben hier das Teilstück schon mal. Mal schauen, geht das? Ne, geht eben nicht. Ich würde jetzt mal behaupten, das liegt wahrscheinlich nicht an der Kurve. Ja, an der Kreuzungslänge lag's. Ja, hier kommen nur. Ja, mit Straße wird da nichts unten durchgehen. Wir müssen wahrscheinlich eher oben rüber, um die Fabriken dann anzuschließen. Gut, hier wird jetzt vorwiegend noch kein Zug fahren. Da ich hier eigentlich erst die Verbindung aufs Festland möchte. Damit wir hier nicht noch ein Depot bauen müssen. Aber wir können die Signale schon mal setzen. Vorgängig. So, so wie wir es immer machen, hier mal, wenn ich es dann hinbekomme. Hier vor dem Bahnhof, da oben vor dem Bahnhof. Dann würde ich hier mal den weiterarbeiten. Zwar einmal hier. Einmal hier drüben. Haben wir das Teil. Wo ist die Weiche? Vorne. Gut, dann würde ich sagen, es gibt sich mal hier einen Block. Haben wir den ja, auf der rechten Seite. Dann machen wir hier noch einer auf der, mitten auf der Brücke. Hier vorne noch eine. Ja. Gut, dann gehen wir weiter in Richtung Festland. Hier wird es jetzt ein bisschen knifflig, da wir hier eine fette Kurve brauchen. Also hier wird der Zug nicht schnell reinfahren. Und auch nicht schnell raus. Das ist halt eben so. Wir hier auch zusammen auf die Brücke. Dann
versuchen wir, dass wir hier rüberkommen. Hier sind wir doch nicht parallel. Nö, das geht runter. Das hier wäre schon eher parallel zur Straße. So, hier werden wir jetzt mal gucken. Haben wir hier? Das ist doch nicht die Geschwindigkeit, die wir wollen. Na doch, 140. Passt schon. Gut, hier vorne gehen wir jetzt. Versuchen wir hier einzutauchen. Wenn das geht. Ich glaube, wir sind da schon zu nah dran. Ich glaube, wir müssen eher das hier so machen. Und hier in den Berg reinkommen. Beziehungsweise in die Insel rein. Genau, jetzt kommen wir da unten nicht durch. Super. Ach, wie doof. Sind wir da noch weiter nach unten? Das ist ja der Wahnsinn. Gut, nächster Versuch. Ach, come on! Na was, hier drüben? Nee. Das ist der Wahnsinn. Brückenpfeil. Toll. Nee, es geht auch nicht. Nee, das kann ja nicht sein. Dass es hier gar nirgends geht. Wie doof ist das denn? Gut, dann können wir das auch anders bauen. Brauchen wir ja auch nicht so eine wahnsinnige Ecke. Können wir ganz gut hier gerade raus. Ja, auch gerade so rausgehen. Und hier rüber. Dann schauen, dass wir hier direkt reingehen in die Erde. Ob das überhaupt möglich ist.
Irgendwie geht's überhaupt nicht. Ach, come on. Das ist jetzt schon doof. Jetzt gehen wir hier irgendwie nach unten. Ach, wie kriegen wir das hin? Müsste hier irgendwie nach unten kommen. Soll das auch noch gehen? Ja, jetzt ist es zu hoch. Oh, geht das gar nicht? Das ist die Frage. Das funktioniert. So wird's gehen. Die Frage ist nur, kommen wir da noch raus? Wollen wir in die Richtung? Wir müssen es mal bis hierhin bauen, mindestens. Höchstens die Frage, kommen wir da überhaupt raus? Ne, da sind wir so tief unten. Da kommst du gar nicht mehr hoch. Das Gefühl. Ja, und hier unten kommen wir eben schon gar nicht so lang. Boah. Ach, dieses Spiel macht mich gerade fertig, glaube ich. Na, come on, Spiel. Wir müssen da unter dem Flughafen durch. So hätten wir mit dem Flughafen kein mehr, aber ich glaube hier, ja, hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen das Terrain angleichen. Damit das geht.
Nur dass wir hier zum Tunnel rauskommen. Gut, versuchen wir's. Da würden wir rauskommen. Das würde also funktionieren. Es ist nur die Frage, ob wir hier noch ein bisschen höher kommen können. Noch ein bisschen besser hinkriegen. Oh. Was macht er halt hier unten? Was das wird, keine Ahnung. Nehmen das alles nochmal weg hier. Kann sein, dass wir hier wahrscheinlich unter der Map sind. Ja, oder ob das gar nicht geht. Weiß man nicht so genau. Ja, so komme ich mal unten durch. Ja, ich bin jetzt da vorne das Problem wieder. Ja, was es hier gibt, keine Ahnung. Was das hier soll. So, jetzt scheint es gleich mal zu gehen. Nee, jetzt habe ich es wieder verloren. Da unten ist es. Es ist fast noch ein bisschen in die Richtung hier. Richtung.
Wo will er hier immer ein Portal? Das ist ja so was von komisch. Hier dazwischen auch. Das ist ein Dur nee, das ist kein durchgehender Röhre, jetzt ist es durchgehend. Heiliges bisschen, ey. Ja, jetzt kommt man da wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Doch hier hinten. Ein Riesentunnel, gibt das? Also hier würden wir irgendwo rauskommen. Ah, direkt hier. Guck mal an. Da gehen wir, glaube ich, unter dem Gleis durch. Ja, das ist immer noch unterirdisch. Das würde, glaube ich, so auch funktionieren. Eieiei. Also würden wir hier rauskommen? Mit diesem Gleis? Das Projekt verschlingt jetzt Geld bis zum Abinken. Ja, wir können es uns leisten, wir haben fast 2 Millionen. Beisammen. Ja, ich bin für die Mietfahrt dann gespannt, ob das funktioniert, so hier basteln. So, hier drüben raus. Dann jetzt hier auf die Brücke. Jetzt haben wir hier aber die falsche Brücke. Genau, dann nehmen wir die Brücke. Macht schon etwas mehr Sinn. Aha, Brückenpfeiler-Kollision. Wo ist die Kollision? Ja, wahrscheinlich hier hinten. Ein Ausgang. Des Portals. Hier ja auf eine Brücke müssen. Gehen wir hier hin.
noch ein bisschen biegen, die Brücke. Würde das nämlich auch schon besser aussehen. Ich würde jetzt noch ein bisschen in die Richtung gehen. Und dann von hier wieder zurückschwingen. In den Bahnhof rein. Ja, sieht doch besser aus. Ja. So, jetzt haben wir das längste Tunnel fertiggestellt. Ich denke, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge noch, sobald ich die Weiche fertig kriege. So. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, den Rest machen wir hier vorne noch in der nächsten Folge, in der Folge 103. Wir sind jetzt mit den Gleisen hier unten. Da kommen wir raus. Den Rest machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Tschüss, euer Mike.